Ich bin Jasmin Grabowski, kämpfe in der Gewichtsklasse plus 78 Kilo bei den Olympischen Spielen in Tokio. Das ist eine schwierige Frage. Oft bin ich ein geduldiger Mensch, aber es gibt auch viele Situationen, da kann ich es kaum erwarten. Ja, den Leistungssport habe ich schon vor meinem Abitur betrieben. Dementsprechend konnte ich natürlich auch nach dem Abitur direkt zur Bundeswehr in die Sportfördergruppe gehen. Einen gewissen Druck mache ich mir selbst, aber nicht zu viel, dass einfach der größte Wettkampf überhaupt ist und man auch eine gewisse Lockerheit braucht, um da kämpfen zu können. Es war einfach der absolute Wahnsinn, der Gesamteindruck dieses olympischen Dorfs, des olympischen Feelings und das Gefühl, man hat seinen Traum verwirklicht, bei den Olympischen Spielen zu starten. Das war einfach der absolute Wahnsinn. Also 2021 definitiv nicht. Ich habe eher so auf 2020 gehofft. Aber klar, der Blick ging definitiv zu den zweiten Spielen. Und das Ziel habe ich auch immer verfolgt. Gut, ich fühle mich gut. Ich freue mich auf die Randorees, auf die Trainingslager in der Hoffnung, dass es dann am Wettkampftag auf den Punkt funktioniert. Ah, ist eine gute Frage. Puh, da fällt mir jetzt echt spontan nichts ein. Naja, alles nicht, aber es gehört eben alles dazu. Wenn du jetzt entscheiden dürftest, was du im Training jetzt nicht mehr machen musst. Techniktraining. Ich bin einfach cooler. Geile Antwort. Ey, komm, man muss doch auch mal was Doofes sagen, oder? Absolut. Alles so, ich kann jetzt auch sagen, ich bin schneller, ich bin, weiß ich nicht, hübscher, keine Ahnung, aber ich bin cooler, ist doch mal. Ja, das ist ausschlaggebend, genau. Ja, ne? Und da es den ja noch nicht so lange gibt, freue ich mich natürlich darauf, mit dem Mixteam auf die Mannschaft zu gehen. Und ich glaube schon, dass wir große Chancen haben, da was zu reißen. Dann feiere ich wahrscheinlich erstmal 4 Wochen lang durch oder so. Und dann mal gucken, ne? Rock- oder Popmusik? Pop. Früh- oder Spätaufsteher? Spät. Dein Gesichtsausdruck, wenn du die favorisierte Kontrahentin in der ersten Runde besiegst?